Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind, und hier mal die Molkerei leer machen. Da können wir noch hier die 32 rauslassen. So, und die erste Reihe kriegen wir mit. Fahren wir hier mal raus. Und schau mal, wo für Butter der höchste Preis generiert wird. Da ist die Butter steigend bei Lidl. 1700. Ich glaube, das kriegten wir auch nicht. Die waren ja alle so um die 1200. Butter 1000 nur. Dann fahr zu Lidl. Ist ja auch nicht so weit entfernt wie Aldi, also kommen wir fix hin. Kartonpaletten geht auch aus. Europaletten hatten wir. Ach so, ja. Die wollten wir ja noch hinfahren. Macht sich mit welchem Fahrzeug? Leerpaletten hatten wir ja. Du könntest gleich mal fahren. Noch ist ja was da. Du bist auf dem Weg zur Hühnerfarm, um da noch mal die Hühner abzuholen. So, einmal die Hälfte von diesem. Und dann die andere Hälfte von hier. Dann kannst du zurück zum Schlachter. Und wir gucken mal, ob wir hier noch was abholen können. Hier fehlt bei einem. Fehlt noch Getreide, genau. Aber da ist der LKW ja unterwegs. Sonst sieht alles ganz gut aus. Haben wir hier soweit alles abgeholt? Hier auch. Hier sind die zwei Ladungen schon drin. Dann lasst uns hier mal auch bei den Erdbeeren vorbeischauen. Aber da hatten wir auch erst drei Ladungen weggeholt. Aber hier ist aufzupassen halt wegen dem Honig, dass der nicht vollläuft. Aber gut. Wir können eine wieder rauslassen. So, dann haben wir 5 Honig hier mittlerweile stehen. Wasser könnte hier mal hin. Oh Gott, es hat noch ein bisschen Zeit. Obwohl du hast ja momentan nichts zu tun. Könntest ja doch mal eine Ladung Wasser holen. Am Hof.
und die zum Erdbeerfeld fahren. Da kommt der LKW mit dem Roggen. Mach eine Fahrt. Butterverkauf bei Lidl. Geht sofort los. Ups. Dann wieder ab zur Molkerei. Und wir gucken, dass hier ein bisschen zu weit zurückgefahren, dass wir hier die hier vielleicht. Ne, falsche Palette. Ich wollte die hintere, aber wir warten mal kurz. Dann brauchen wir ja nur ein Stück hier vorzugehen. Und dann hatten wir eigentlich noch den Düngerstreuer irgendwo hingeschickt, oder? 46? Nee, da war er zugange. Da ist er doch. Abfahrer, Mensch. Du bist doch immer noch auf 46, ja, mit der Insel da. Gut. Haben wir einmal durch. So, hier kommen die Hühner zum Schlachter. Wir lassen den. Ach so. Ich habe nur den LKW gesehen und nicht den kleinen PKW da vorweg. Kommst du dran vorbei? Ja. Wäre ich ja schon längst rum gewesen. Dann können wir von hier aus bestimmt auch was mitnehmen. Obwohl hier ist die Pappefirma gleich um die Ecke. Aber gut, es war ja immer noch was, war noch nicht leer. So, geht ihr denn hintern auch weg hier? Oh, dann sind alle vier Tierrassen sind jetzt beim Schlachter vertreten. Dann kann er hier gut produzieren. Wir lassen hier mal eine Ladung Leder raus. So, und fahren damit zum Zentrallager. Na, kriegen wir so alles mit, jawohl. Zentrallager, Werkstoffe Eingang. Bin mal gespannt, wie viel wir von diesen Sachen schon haben. Du bist wieder super gut hier reingekommen und ab und zu hängst du irgendwie. Aber dann soll der hier gleich
Kartons mitnehmen. Und von hier aus, ja, ist besser, wenn der die Kartons holt. Du kannst noch mal zu Lidl, wenn der Preis geblieben ist, ja. Von da aus kannst du eben zum Zellstofffabrik und da Kartons holen. Und dann müssen wir gucken, dass wir... Du bist leer. Okay. Fährt also jetzt zum Auffüllen. Und du holst die zweite Lieferung oder hast du die zweite Lieferung schon abgeliefert? Gehe ich nämlich von aus. Schauen wir mal rein. Müssten irgendwas mit 80.000 dann da sein? Nee, nur eine. Aber die kann jetzt auch wieder weiterarbeiten. Hier ist das Leder. Hier vorne stehen schon welche, habe ich gesehen. Also wir hatten schon mal Nebenprodukte. 64 Paletten und Leder haben wir jetzt mit denen. Kommt noch 8 dazu. 50. Gut, gut. Brennt doch weniger, oder? Ja. Dann würde ich sagen, kannst du noch mal zum Schlachter fahren, die nächsten Ladungen abholen. Ja, du kommst da gut vorbei. Du bist hier nur geparkt. Zucker ist nämlich auch zum Abholen. Da hatten wir ja schon Paletten rausgelassen. So, hier, die Schafe werden immer voller. Ich glaube, dass in den nächsten Stunden mal noch mal welche fahren können. Na, zu wie viel hast du den Auftrag denn schon erledigt? 42% und hat 25% verbraucht. Gucken wir mal hier. Nebenprodukte waren, glaube ich, noch. Eine Ladung. Und wenn ich... Oh, jetzt komme ich wieder nicht rein. Dann so. Wo sind die Nebenprodukte denn drin? Hier ist Leder, Schweine, Nebenprodukte. Maximal. Bitte nur die 16. Ja, die eine nicht
geht schon. Auch zum Werkstoffeingang. Du bist am Ausladen. Jetzt fahren wir mal. Das müsste doch reichen, oder? Ja, das passt jetzt. Vorsicht, Auto. Und dann bitte noch ein Auto zur Zellstofffabrik. Für die Molkerei Karton zu holen. Ja, du bist wieder voll. Das ist gut. Die letzte Lieferung. Es war auch wieder eine kleine Menge Roggen zum Kaufen. 136.000, jawohl. So, du könnt. Ich meine, da war noch Rindfleisch noch zum Abholen. Das wäre aber dann zum Verkaufen. Ich will mal hier nach dem Futtermischer schauen. Da kann ich arbeiten. Was fehlt? Silage fehlt. Okay, können wir auch reinfahren. Kann der Roggenfahrer machen, sobald er den Roggen bei den Hühnerfarm abgeliefert hat. Und hier lassen wir einmal Kartons raus, eine komplette Ladung. Hackschnitzel war doch noch genügend da, oder? Ja, es war nichts auf Null auf jeden Fall. Ja. Über 600.000. Da sollte mal was gehen. Die stehen ein bisschen zu weit auseinander. Dann fährst du zur Molkerei. Und dahin. Weiter, gut. Hier könnte mal einer gehen und sich das Dieselfass schnappen und dann mal das. Vielleicht ist es sogar gefüllt zum Fischkutter fahren. Der hatte nicht mehr ganz so viel Diesel.
Ist sogar voll. Dann fahr mal zum Fischkutter. Und wir entsperren dich mal kurz. Ja, du bist zu Hühnerfarm. Ja, du bist noch nicht ganz fertig, ne? Nee, die andere Seite fehlt ja auch noch. Oh, jetzt kommen wir wieder rein. Das Schweinefutter war 16 Paletten bereit. Und Lammfleisch. Aber Lammfleisch können wir einlagern. Weiß nicht, ob das unsere ersten Paletten sind. Glaube ich aber nicht. Wahrscheinlich. Aber gut, wann hatten wir schon mal Schafe zum Schlachten? War ja auch, ist ja auch eigentlich ziemlich selten, einmal im Jahr. Und dann ist ja Essig. So, Schweinefleisch. ...2000 bei McDonald's, gut. Dann verkaufen wir noch mal eine Ladung Schweinefleisch. Molkerei, genau. Was, die Kartonpaletten? So, jetzt sollte das aber erstmal reichen. Für die nächsten Ladungen Milch, schätze ich mal. Butter hatten wir, Sahne als nächstes. Maximal 32 passt. Schauen wir mal, wo gehen die hin? Nach Edeka. Kriegt also jeder ein bisschen was. Butter nach Lidl, Sahne nach Edeka. Schweinefleisch zu McDonald's. Hier werden die drei letzten Bahnen. Kartoffeln geerntet, nicht gesät. Komm, wir fahren dich mal eben selber. Hier liegen noch Paletten. Nicht schon mal was produziert worden? Nee. So. Oh,
zieht er sich wohl immer regelmäßig rein. So, du brauchst jetzt erstmal nicht zurück. Wo solltest du hin? Wo waren wir denn vorhin? Molkerei macht keinen Sinn. Hackschnitzel waren noch voll. Wo fehlt dir denn noch was? Ich komme jetzt nicht drauf. Zuckerfabrik haben wir, müssen wir Paletten abholen. Da war also auch nichts. Die haben wir voll gemacht. Wasser haben wir auch zur Erdbeerfarm geschickt. Ich weiß, dass wir bei der Zuckerfabrik ein bisschen Rübenschnitzel haben, die wir verkaufen können. Mach das mal als nächstes. Zuckerfabrik. Kompost. Dann hol Rübenschnitzel. Und fahr zum Agrar Z. Und das Ganze erstmal durchgehend fahren, bis mir einfällt, was du noch fahren hättest können. Ah, jetzt weiß ich's doch. Silage. Vom Fermenter. Haben wir den hier einsortiert? Oder ist er bei den Produktionen? Fermenter Ausgang. Weiß, ist jetzt ein Umweg. Silage und Mischfutter. Mischfutterkühe. Eingang. Und das dann auch zweimal. Na, warum fährst du jetzt so langsam? Du darfst ruhig schneller fahren, oder biegst du da ab? Aber in was für ein Tempo? So, liebe Leute, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.